Guten Morgen und herzlich willkommen vom Stuttgarter Börsenparkett. Nachdem der DAX am Montag noch ein neues Jahreshoch erklommen hat bei über 12.600 Punkten, läuft der Handel am Dienstag in richtig ruhigen Bahnen. Das liegt einerseits daran, dass Anschlusskäufe fehlen hier am deutschen Aktienmarkt, aber eben auch in den USA und in Asien. Auch dort tut sich aktuell relativ wenig. Und zum anderen ist es Donald Trump, der mal wieder so ein bisschen für Unruhe sorgt. Denn zum Wochenstart hatten wir noch die positive Entwicklung, dass die Eiszeit zwischen Trump und Xi nun vorbei ist, dass die Verhandlungen wieder aufgenommen werden. Jetzt aber hat er offensichtlich schon wieder genug Kraft, Richtung Europa zu blicken und dabei den Daumen nicht unbedingt nach oben zu heben, sondern schon wieder zu drohen. Denn da gibt es natürlich auch einiges, was ihm missfällt. Und so greift er ein altes Thema auf, und zwar die Subventionen für die Flugzeugbauer. Also kein neues Thema, Airbus und Boeing. Das Ganze geht schon seit 15 Jahren. Brüssel und Washington streiten über die Subventionen, die die EU bzw. Washington den jeweiligen Flugzeugbauern gewähren. Jetzt allerdings hat man dem Ganzen so ein bisschen Nachdruck verliehen. Es wurde eine Liste veröffentlicht mit Gütern, die dann von Sonderzöllen betroffen sein könnten. Das Handelsvolumen 4 Milliarden Dollar, und da handelt es sich in erster Linie um Lebensmittel, also Whisky, Wurst und Käse, und auch Oliven stehen auf dieser Liste. Diese Drohung, wie gesagt, ging heute Richtung Europa. Ja, blicken wir auf die Aktien, die am heutigen Handelstag so ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen. Zum einen die Aktie der Deutschen Bank, die in den vergangenen Tagen schon deutlich angestiegen ist, im Rahmen von Umbauplänen, die am Markt gut ankommen. Gestern war es die Spekulation, dass kräftig Stellen abgebaut werden. Jetzt geht es um die Kapitalquote, also um die Kernkapitalquote. Angeblich möchte die Deutsche Bank diese senken, ist entsprechenden Gesprächen beispielsweise mit der BaFin, um Geld zu haben, um den Umbau stemmen zu können. Kommt am Markt gut an, die Aktie knapp 1% vorne. Ein anderes Bild bei Adidas, einer Aktie, die ja sonst nur den Weg nach oben kennt, ein Rekordhoch nach dem anderen möglich gemacht hat. Die Analysten von HSBC haben den Daumen gesenkt, von Buy auf Hold die Aktie zurückgestuft, im gleichen Atemzug, aber das Kursziel auf 300 Euro hochgesetzt. Nichtsdestotrotz, man reagiert am Markt ein wenig verschnupft. Die Aktie wird heute verkauft, eben weil der Analyst auch gesagt hat, die Aktie eilt von einem Rekordhoch zum nächsten. Wo sollen da noch die Überraschungen liegen? Und tatsächlich die Adidas-Aktie, der größte Gewinner in der ersten Börsenliga im Jahr 2019. Ein Plus aktuell schon von über 50%. Schauen wir noch kurz auf die Wasserstände. Der DAX, wie gesagt, tritt auf der Stelle. Die US-Indizes am Vortag positiv. Der Dow Jones Index hat zugelegt 0,4%. Heute vorbörslich auch wenig Bewegung. Auch wenig Bewegung am Devisenmarkt. Aber die Feinunze Gold, die verteuert sich auf 1.393 US-Dollar. Ich wünsche Ihnen einen schönen Handelstag.